Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd in Phasmophobia. Ich bin Flex, schön, dass ihr wieder mit mir auf der Geisterjagd seid. Heute ein kleines Vorstadt-Eckhaus, ein gefährlicher Geist, und er hat folgende Aufgaben mitgebracht: Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. Machen wir. Hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, Sie heimzusuchen. Warum? Stellen Sie die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest. Und wir haben es zu tun mit Thomas Wilson. Wilson! Okay, Wilson. EMF. Das. Haben wir ein Foto? Nee, Foto müssen wir nicht machen. Aber warum? Wir nehmen trotzdem Fotoapparat mit. Und auf geht's. Tür auf. Hallo? Tür auf. Licht an. Und auf geht's. Ja, immer noch kein neues Update da, leider, für Phasmophobia. Sollen sogar zwei neue Geistertypen jetzt reinkommen, habe ich von euch in den Kommentaren gehört. Ich wusste sogar nur von einem. Aber da müssen wir weiter warten. Und ich glaube auch eine neue Location soll. Hallo? Soll sogar mit reinkommen? Ich hab gar nicht geguckt, wo der Generator ist. Ich glaube, wir haben aber schon einen Schritt im Wohnzimmer, glaube ich. Wir gehen erstmal kurz einen Blick in die Garage werfen. Da ist er schon. Sehr schön, brauchen wir nicht in den Keller gehen. Hallo? Ich glaube, war da gerade eine Bewegung da vorne? Ich glaube, wir werden verfolgt. Jetzt schon. Sind die Sounds irgendwie lauter geworden? Gab es da ein kleines Update? Ich habe nichts mitgekriegt. Irgendwas, aber gut, bei diesen ganz kleinen Mini-Beta-Updates, da kriegt man auch nicht immer alles mit. Muss man extra auf die Beta-Update-Seite gehen und gucken, was dann steht da, wenn da irgendein kleiner Hotfix reinkam oder wenn da irgend so eine Mini-Sache geändert wurde. Okay, kein Knöchelchen. Ich glaube, der rennt hier unten aber rum, Leute. Thomas Wilson, kannst du uns mal ein Zeichen geben? Kannst du das EMF auslösen? Hast du irgendwo ein Hühnerknöchelchen versteckt? Hallo? Okay, machen wir Licht hier hinten erstmal aus. Strom sparen. Sicherung schon. Hier vorne. Hallo. Wieso klopft es immer überall? Hat man hier schon geguckt, ja, ne? Ich weiß es nicht mehr. Gucken wir lieber nochmal. Okay, wir hätten natürlich auch jetzt hier unten die Auswahl, hier hinten Klavierzimmer und so, um die Ecke rum. Vielleicht klimpert er hier manchmal. Thomas Wilson. Spiel das Klavier. Gar kein Klavier, ne? Spiel das Piano. Okay, ich würde sagen, er ist oben. Ist bestimmt oben. Thomas Wilson, gib uns mal ein Zeichen. In welchem Zimmer bist du? Schritte? Nicht auf dem Flur, ne? Du bist jetzt nicht auf dem Flur. Jetzt kein fieser Flurgeist. Okay, hier ist erstmal nichts. Hallo, Thomas Wilson. Wilson. Was ist das denn? Die Gitarre. Nee, ne? Ich wollte sagen, das ist nicht das Klavier von und das ist. Er hat mal den Bass gezupft. Okay, EMF2, ist das hier dein Kämmerchen? Bist du hier, Thomas Wilson? Ist das dein Zimmer? Das ist ja neu, das habe ich noch nie, hat man noch nie, ne? Nee, in über 100 Folgen hat der Geist noch nie an der Gitarre irgendwas gemacht. Oh, können die noch neu sein? Ist vielleicht doch irgendwas noch, ein paar Kleinigkeiten neu? Oder wir hatten einfach noch nie dass wir noch nie den Geist in der Nähe hatten, wo eine Gitarre war. Stehen ja auch nur in manchen Räumen. Okay, ich kann sagen, dass er da drüben ist, ne? Wir schleichen auch schon wieder ganz schön lange hier rum. Kein gutes Gefühl. Ich finde bestimmt gleich noch ein Ouija-Board hier hinten. Sieh das schon kommen. Das böse Ouija-Brett taucht mal wieder auf. Hallo? Das Geräusch war aber echt gut, ne? Von der Gitarre. Die Stumpfe vom Bass einfach. Sehr schön. Richtig schönes Gänsehaut-Feeling. Sitzt da im Schrank und spielt Gitarre. Ach, hier bist du. Hast du durch die Schrankwand hast du wieder Gitarre gespielt. Hier fliegt auch schon ein Schuh rum. Ja. Hier durch die Wand hat er. Ah, nee, hier kommt man gar nicht ran. Nee, dann hier. Hier kommt man rüber an den Gitarrenschrank. Ja. Flackern da jetzt gerade die Lippen.
nicht an. Ich glaube, er... Hier. Bist du hier? Thomas Wilson, kannst du uns mal ein Zeichen geben? Kannst du das EMF nochmal auslösen? Gar nichts, ne? Keines. Oh, Steps! Ja! Hier sind Schritte. Okay. Entweder ist er hier drin, aber ich glaube, er ist eher hier. Ne? Du bist hier. Thomas Wilson. Kannst du dich vielleicht mal zeigen? Vor allem, wo ist der Knochen? Den haben wir noch gar nicht gefunden. Das Fotoapparat mitgenommen. Überhaupt kein Knochen hier. Nirgendwo. Irgendwo, nirgendwo. Vielleicht... Hallo? Ja, er könnte in einem von den beiden Räumen auf jeden Fall sein hier. Okay, Thomas, wir sind nochmal eben in deinem Haus unterwegs. Gucken nochmal ganz genau, dass die... Der ist mit Sicherheit wieder irgendwo... Weiß ich nicht, in der Badewanne drin, irgendwo auf dem Bett, in irgendeinem Teppich oder irgendeinem Kopfkissen versteckt, dass man den wieder nicht sehen kann. Wir sollten hier auch ganz schnell mal raus. Ich habe auch kein gutes Gefühl von der Sanity. Ich glaube, wir werden gleich Besuch von Thomas Wilson. Ich glaube, er ist da oben. Ich glaube, das ist sein Kämmerchen da hinten. Sein Geisterkämmerchen. Boden, dass sich trotzdem überall der Boden knarzt. So, Türen zu, hier Lichter aus, wo keiner ist. Oh, hab ich mich erschrocken. Oh, hab ich mich erschrocken. Alles klar, alles klar. Gänsehaut pur. Fieser Kälteschauer läuft gerade den Rücken runter. Mir ist ein bisschen frostig. Ich glaube, wir sollten hier ganz schnell raus. Wir müssen aber mal gucken, was EMF geht gerade so los. Ich soll hier plötzlich ein EMF 5 haben. Ne, eine 2. Okay. Und er hat mal entschieden, uns da, warum ist ja eigentlich so dunkel? Mach ich auch nochmal Licht an. Alles klar. So, Fotoapparat bleibt mal hier. Wir gehen einmal ganz kurz. Moment. Und hier in den manchen Räumen, hier müssen die Lichter aus. Strom sparen. Das fliegt die Sicherung raus. Da ist alles aus. Da ist alles aus. Da liegt die Tür zu. Boah, das war richtig laut. Ich habe das Gefühl, die Soundeffekte sind lauter geworden irgendwie. Auch das Knarzen, das Klappern. Okay. Einmal Sanity überprüfen. 61, das hat schon, wir haben schon richtig viel verloren. Wir nehmen zur Sicherheit erstmal, weil wir noch gar nichts rausgefunden. Wir nehmen mal ein Buch mit rein und eine Box. Diesem lauschigen Sommerabend kann uns gar nicht. Ich dachte gerade vom Weiten, ich habe da den Hühnerknochen unterm Schrank rausschimmern sehen. Ich wollte, da ist er. Da ist er doch nicht. Okay, jetzt gehen wir der Sache mal auf den Grund hier, gucken, ob er uns antwortet. Tür zu. Licht aus. Bist du hier? Yes. Oh ja! Fragen wir hier drin auch nochmal. Bist du hier? Nee, er ist nur hier. Badezimmer ist nicht seins. Wie alt bist du? Nein! Auf. Was willst du? Nein! Warum? Warum, warum, warum? Warum so freundlich? Hier, nimm dies. Schreib in das Buch. Okay, okay. Child und Death. Können wir nicht fahren? Wir können ja fahren. Wir haben noch gar nichts geschafft. Wir können nicht fahren. Okay, wir können noch nicht fahren. Alles klar. Geisterbox haben wir als einen ersten Beweis. Da ist es schon. Geisterbox. Okay, dann legen wir da oben jetzt mal Kruzifixe aus. Gleich zwei Stück. Ja, das ist eine gute Sache. Wir legen da erstmal Kruzifixe aus. Und wir können doch mal in den Keller gehen. Vielleicht haben wir das erste Mal ja einen Knochen im Keller. Und in der Garage haben wir auch noch nicht richtig einmal rumgeguckt. Da haben wir nur den Generator schon angemacht, ne? Okay, ganz ruhig, Wilson. Mr. Wilson. Licht anmachen hier. Keine Ahnung, wo er auftaucht. Wir schmeißen hier auch mal eins hin. Damit haben wir den Raum eigentlich schon ganz gut abgedeckt. Schreib mal in das Buch. Raus, 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 raus. Okay, wir nehmen den Fotoapparat mit. Und gucken nochmal in der Garage und nochmal im Keller, ob wir den Knochen nicht noch finden. Ganz gemütlich die Knochen suchen. Das lenkt ein bisschen ab.
Kein Knochen. Und im Keller hatten wir noch nie Knochen. Ne? Oder doch, 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 in diesem Keller hier schon. Da lag er schon mal hier unten auf dem Stück hier. Aber diesmal auch nicht. Aber wir haben Spind hier. Ist das nicht schön? Hier ist ein Spind im Keller. So. Da ist er. Tatsächlich. Und da liegt noch ein Ouija Board. Aber eigentlich brauchen wir das jetzt gar nicht mehr. Wir haben ja schon alles. Wir wissen schon, wie alt er ist. Und wir wissen schon seinen Raum. Und wir könnten es höchstens noch benutzen, um rauszufinden, ob er nicht doch vielleicht noch ein EMF 5 schafft. Da brauchen wir auch nur eine Frage stellen. Das geht, das geht. Das riskieren wir. Eine kleine Frage können wir riskieren. Wir holen mal eben unser... Was machen wir jetzt? Du bleibst mal hier. Wir holen mal eben das EMF aus dem Auto. Das ist besser. Dann können wir das oben im Zimmer liegen lassen. Brauchen wir da nicht hochgehen. So, du kommst mal mit. Und bei der Gelegenheit immer noch eine Lampe für Fingerabdrücke. Mit Sanity ist ja gut. Da oben wird schon nicht mehr geflackert. Okay. Einmal Spaß mit dem Ouija-Brett. Warum auch nicht. Nee, warte mal so. Okay. Wie lange bist du schon hier? 2. Okay, er hat keinen. 9. 7. 9. 979 Tage. Oder Jahre. Wahrscheinlich eher Jahre. Ich glaube, das sind Tage. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kein EMF. Wie alt bist du? Kumpel gelogen hat. Nee, geht schon mal auf die 1 vorne. 10! Oh nee, hoffentlich ist das nicht das fiese Kindergeistmodell. Der zahngesichtige. Das zahngesichtige Geistermodell. Okay, okay, okay. Aber kein EMF. 5. So viel wissen wir schon. Wo habe ich den Fotoapparat hingeschmissen? Oder habe ich ihn schon wieder. Ich habe doch eben beim Rausgehen hier irgendwo. Den habe ich doch nicht in den LKW geschmissen. Ich habe den Fotoapparat doch irgendwo. Naja. Zum Glück haben wir noch einen Reservefotoapparat dabei. Ich habe den doch eben gerade hier vorne. Gleich lasse ich kurz hier liegen, habe ich doch gesagt. Oder wo habe ich den liegen lassen kurz? Nee. Mysteriös, da habe ich ihn doch hier oben hingelegt. Hallo, da geht's schon wieder los. Da hinten nimmt sich mal hin. Okay, gucken wir mal. Ich glaube, wir könnten Fingerabdrücke finden. Im Buch ist nichts passiert. Machen wir mal das Licht aus. Oh, Anruf. Bei Anruf Geist. Nichts. Okay, keine Fingerabdrücke. Oh, fliegende Bilder. Nehmen wir auch mit. Doch, da ist die schmierige Flosse. Auf der Badezimmertür. Oh, bist du doch eher hier drinnen? Wenn hier die ganzen Fingerabdrücke sind. Oh, guck mal. Jetzt haben wir aber richtig viele Fotos erwischt. Aber er hat hier auf die Geisterbox geantwortet. Nicht im Badezimmer. Wieso ist... Na gut. Komm her, wir legen dir auch ein Buch hier rein. Weil dann könnte er ja... Spawnt er ja auch da... Müssen wir nochmal fragen hier. Bist du hier? Hier. Er ist hier. Er ist hier. Okay, du bist im Badezimmer. Oh, oh, klopf, klopf. Oder bist du in beiden Räumen? Dann haben wir es echt schwierig hier mit dem ich glaube, er ist in beiden Räumen. Dann haben wir es echt schwierig hier mit dem Kruzifix aufzuhalten. Komm mal her, wir schmeißen dir das. Oh, hier drin kriegen wir schon mal eine 3. Okay. Okay. Raus, 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 raus. Ganz schnell hier raus. Können wir nicht fahren? Wir haben ganz viele Fotos jetzt. Echt gute Finger. Ganz, ganz gute 3-Sterne-Fotos. Und der ist vielleicht in beiden Räumen. Das heißt, den aufs Kruzifix treten zu lassen, ist schon super schwierig. Okay. Bewegungssensor müssen wir noch machen, ne? Oh, Sanity ist bei 54. So.
Du gehst erstmal weg. Bewegungssensoren, zwei Stück. Müssen wir jetzt da hochschleppen. Da können wir nicht fahren. Der jagt uns jetzt gleich. Oh, wir müssen so schnell in den Keller rendern. Wisst ihr nicht, was das ist? Wir haben auch nicht immer. La 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 la. La 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 la. Wir haben noch nicht mal den dritten Beweis. Mach keinen Mist jetzt hier. So, einen machen wir hier. Einen hier. Raus. So. Okay. Wir müssen noch eine Kamera für Geisterorbs aufstellen. Das ist noch die letzte Möglichkeit, die wir noch nicht haben jetzt. Ne? Gefriertemperaturen würden wir ja so sehen. Kamera für Geisterorbs. Tragen wir auf jeden Fall erstmal ein. Wir haben noch Fingerabdrücke, ne? Was haben wir denn jetzt noch zur Auswahl? Spirit oder Gespenst oder Poltergeist? Eins davon macht auf jeden Fall noch Geisterorbis. Er ist schon durchgelaufen. Der Thomas Wilson. Können wir irgendwas mitnehmen, was uns schützt? Nee, ne, wir haben nichts dabei. Wir können jetzt nur. Ach, nee, können wir nicht. Okay. Okay. Alles klar. Auf geht's. Ohne Räucherschäfchen, ohne alles unbewaffnet. Nur mit der Kamera. Warum? Wir kriegen die wahrscheinlich gar nicht aufgestellt in den Raum, bis die Jagd startet. Es läuft Wasser. Okay. Wir müssen eigentlich da hinten rein dieses Licht ausmachen, sehe ich gerade. Warum? 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 Nehmen wir nochmal, wir stellen die so auf. Licht aus. Ganz schnell. Wir werden so. Der wird uns jetzt so gleich jagen. Raus! 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 Okay, raus aus dem Haus. Und einmal gucken. Wenn nicht, müssen wir die anderen nochmal umstellen. Lass die Tür auf, lass die Tür auf, lass die Tür auf. Alles klar, wir sind raus. Einmal gucken. Hoffentlich überstrahlt das nicht so im Badezimmer. Weil da drin hat er jetzt auch das Waschbecken. Also hat er jetzt gerade das Wasser angemacht. Kein Orbi. Doch, da! Am Türrahmen flitzt einer vorbei. Okay, Geister-Orbi. Poltergeist haben wir. Sie hat auch viel Sachen rumgeschmissen. Was haben wir schon gemacht? Drei Sterne, drei Sterne, drei Sterne. Nochmal Interaktion, Interaktion, Ouija-Brett, Knochen. Mann, wir haben so viele Fotos. Wir sollten echt total nach Hause fahren. 51% Sanity. Aber wir haben jetzt auch beide Hände frei. Oh. Wir sind bewaffnet mit Räucherstäbchen. Alles klar, wenn er uns huntet, haben wir zumindest einmal Räucherstäbchen dabei. Wir müssen jetzt versuchen, dass der Thomas Wilson uns jagt. Thomas Wilson, kannst du uns mal ein ganz klein bisschen jagen? Oh, da flackert schon die Lichter. Gib uns mal ein Zeichen, Thomas Wilson, und zeige dich. Nicht nur mit Sachen schmeißen. Wo bist du? Komm raus und hante uns. Warum ist die Tür zu, außer weil ich sie zugemacht habe? So könnte ich die Kruzifixe nicht sehen. Liegen aber beide noch da. Aber wahrscheinlich ist er doch mehr im Badezimmer. Ne? Dann haben wir echt eine gute Karten, ihn damit aufzuhalten. Aber noch sind alle Ecken dran. Hallo. Thomas Wilson, kannst du dich einmal zeigen? Aber hier ist der Abstand ist gut. Hier sind wir schon ganz passabel vom Sicherheitsabstand. Schnell laufen, dann die Treppe runter, bis in den Keller, bis in den Spind. Und da dann erst die Räucherstäbchen anmachen. Es sei denn, das Kruzifix hält ihn schon vorher auf, dann müssen wir das gar nicht. Thomas Wilson, bist du hier? Dann zeig dich einmal. Gib uns ein Zeichen. Starte eine Jagd. Versuch uns zu jagen. Thomas Wilson. Wilson! Starte eine Jagd. Wilson will nicht jagen. Aber irgendwie zeigen sich die Geister auch nicht mehr so häufig. Da kam irgendwie, das habe ich das Gefühl, da hat sich was geändert. Das kam auch von euch in den Kommentaren rein, dass ihr auch geschrieben habt, irgendwie sind die Geister nicht mehr so. Wenn ich überlege, wie oft wir auf den Geisterjagden noch vor ein paar Folgen angesprungen worden sind, gefühlt alle 2 Meter kaum das Haus betreten,
Und jetzt? Lauern sie richtig. Dann kommen sie aber dafür mit einem doppelt so schlimmen Jumpscare um die Ecke. Thomas Wilson. Versuch uns jetzt einmal zu jagen. Da geht die Tür schon wieder auf. Aber der macht nichts. Aber Poltergeist ist auch nicht so, ja, nicht so, ne, jagdfreudig. Ich schmeiß mir mit den Sachen rum. So, Poltergeist und Spirit und irgendwas noch. Auf jeden Fall die beiden, die jagen nicht so oft. Poltergeist und Spirit. Kannst du dich einmal zeigen, Thomas Wilson? Wir fahren jetzt sonst nach Hause. Wir haben ganz viele Fotos gemacht. Da können wir nämlich nach Hause fahren. Bin ich auch zufrieden mit. Wenn du jetzt nicht handeln willst. Wir sind mit der Sanity mit Sicherheit gleich bei 1 hier. Bei 0 Licht aus. Thomas Wilson. Versuch uns mal zu jagen. Ne, beide Kruzifixe sind noch ganz. Okay. Okay, wir gehen einmal ganz kurz frische Luft schnappen. Ganz kurz, halbe frische Luft, wahrscheinlich schaut jetzt, während wir auf dem Weg zur Tür sind, die jagt, klappt die Tür zu. Tum, 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 tum. Nee, überhaupt nicht. Wir müssen mal gucken, wir können höchstens noch bei 30% jetzt hier sein. Glatt 50, wird gar nicht weniger. Wir standen jetzt die ganze Zeit da im Flur mit 51% und sind immer noch bei 50%. Okay. Vielleicht, weil das Licht die ganze Zeit an war. Ja, er lässt immer noch das Wasser laufen. Aber sonst macht er nichts. Thomas Wilson. Kannst du uns nicht einmal ganz kurz so ein bisschen jagen? Gib uns mal ein Zeichen. Zeig dich. Jag uns. So ein bisschen. Ich kann sagen, wo er hinter uns auftaucht. Aber nee, nee. Du hältst dich gefälligst an deinen Geisterraum. Du rennst nicht durchs halbe Haus wie der letzte Geist. Schüchterner Poltergeist. Einmal nur angehaucht worden bis jetzt, ganz böse. Und viel rumgeschmissen, Wasser angemacht. Ja, eigentlich wie ein Poltergeist, ne? Kannst du dich nicht einmal ganz kurz zeigen? Oh, Moment mal. Oh nein, ich habe die Räucherstäbchen aus Versehen angezündet. Ich bin irgendwie auf den Knopf gekommen, wie kann das denn sein? Schnell raus, zeig dich nicht. Keine Jagd, mach nichts. Bleib ganz ruhig, Thomas. Ich bin aus Versehen... Ah, ich wollte D drücken und bin mit dem Finger noch ein bisschen aufs F gekommen. Schon habe ich die Räucher nicht angezündet. Der versucht nicht mal uns zu jagen. Wir sind bei 42, der hat nicht mal einen Versuch unternommen. Wir brauchen frische Packung Räucherstäbchen. Einmal gehen wir jetzt noch da oben auf den Flur und rufen. Und dann können wir nach Hause fahren. Da bin ich auch sehr zufrieden. Das hat dann super geklappt. Wir haben auf jeden Fall viel Geld verdient. Und wir haben den Geistertyp herausgefunden. Thomas möchte einfach nicht mitspielen. Thomas Wilson, kannst du mal eine Jagd starten? EMF löst das schon wieder aus. Poltergeist ist einfach nicht so jagdfreudig, glaube ich. Weil, wie gesagt, das Kruzifix hält ihn noch nicht auf. Er hat noch nicht einmal was versucht. Wie viel Sanity müssen wir denn haben? 1%? 0? Thomas Wilson. Hör auf, mit dem Wasser rumzuplanschen und jag uns. Macht nichts, Leute, wir fahren nach Hause. Ich bin zufrieden, wir können nach Hause fahren. Wir haben schön viel geschafft, wir haben den Geistertyp rausgefunden, wir haben ganz viele Fotos gemacht, ganz viele 3-Sterne-Fotos. Das gibt gutes Geld. Thomas Wilson will nicht mitspielen. Er versteckt sich da oben. Und kommt nicht raus. Dann ist das so. Lassen wir ihn da. Er handelt auch nicht. Das ist einfach... Na gut. Okay. Trotzdem bin ich zufrieden. Und wir können nach Hause fahren. Sanity ist auch gut. Alles klar, eingetragen haben wir alles. Geistertyp, Poltergeist. Fotos haben wir gemacht. Sehr schön. Ja, ich habe mir auch Mühe gegeben, ihn jetzt zu provozieren. Da kann man nicht sagen. Leute, ihr könnt nicht sagen, ich bin zu früh nach Hause gefahren. Da war gerade noch mein Geister-Orbi. Ne? Wir haben es versucht. Thomas wollte nicht. $220. Und 160 Erfahrungspunkte. Naja, es ist in Ordnung.
Wir waren 14 Minuten im Licht, 9 Minuten im Dunkeln, 4 Minuten in Tommys Eulen Geisterräumchen, 20 Minuten fast im Haus. Insgesamt war sogar das war eine etwas längere Jagd, aber der wollte ich auch nicht. Anzahl der Geisterereignisse 1 und 74 Geister, das ist der höchste Wert an Geisterinteraktion, den wir je hatten. Okay, weil er die ganzen Sachen rumgeschmissen hat, immer Wasser angemacht hat, Türen geklappert hat und die ganze Zeit irgendwelche Sachen durch die Gegend geworfen hat. Aber eigentlich auch cool, weil dann hat sich der Geist jetzt nicht mal so verhalten, wie man so eigentlich so ein Poltergeist sich denkt, ne? Dass er halt rumpoltert. Okay, ihr Lieben, wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Mitjagen. Wenn euch diese kleine Geisterjagd gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Kommentar hinterher noch umfreuen. Wenn ihr jetzt gerne mehr Let's Plays und mehr praktizieren wollt, mehr Geisterjagden, dann lasst ein Abo da. Ich würde mich mal am meisten freuen. Das kann ich so sagen, wie immer, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Geisterjagd.